Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Ja, die werden manchmal zusammengepackt, wie jetzt in diesem Clip, zum Beispiel Adidas, Puma und Nike und in anderen Clips genauso. Manches wird es auch als Einzelanalysen geben. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantwortet, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, Adidas ist der erste Wert, den ich mir rausgesucht habe. Ich gehe da jetzt ein bisschen alphabetisch vor. Das ist der Monatschart von Adidas. Und ihr seht hier von der Bewegung, die wir hatten vom, wann war denn das hier, vom 2.8.21, haben sie schon mal ordentlich verloren. Ordentlich verloren runter, bis hier war dann der Chefwechsel, der neue Chef, naja, jetzt so neu ist er jetzt auch nicht mehr. Der heißt Björn Gulden. So, da kam hier rein, seitdem läuft das alles ein bisschen. Herr Gulden hat vor einigen Tagen gesagt, mit der Frage auf den Ausblick von Adidas, wortwörtlich, man werde 2024 versuchen zu wachsen, habe der Manager in seinem Interview im Handelsblatt gesagt. Die operative Marge ist von 8,8 auf 6,8% gesunken, das war im dritten Quartal. Da gibt es immer mal wieder Produkte bzw. Probleme damit, dass mögliche Zwangsarbeit in der Produktion in China stattfindet. Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich immer wieder ein Thema, keine Frage. Vom Chart her, Monatschart, haben wir hier diese fette Abwärtsbewegung. Also es war wirklich langgezogen und fies, muss schon sagen. Um dann schnell zu korrigieren. Korrigieren hat sie. Etwas über das 38er Retracement von dieser Bewegung hier. Also ist bisher erstmal in Ordnung. Der nächste Punkt, der ist mir schon wichtiger, ist hier das 50er bei 215,85. Wir sind von der monatlichen Technik her über den Trendfolger eher, sagen wir mal, neutral, ganz leicht noch positiv. Das hängt aber dem hier hinterher. Kein frisches Signal. Wir gelten als noch auch recht hoch über den Oszillator. Und von daher habe ich vom Monat nur so ein paar größere Marken. Gucken wir mal auf die Woche. Hier ist die Woche. Das ist eine schöne Bewegung gewesen. Man kann hier auch nochmal unterstützend diesen Trend hier einziehen. Der geht so. Kann man machen. Es sind relativ wenig Berührungspunkte, deswegen gebe ich auf den nicht so viel. Aber ich weiß, der eine andere schaut drauf. Das ist das 38er Retracement hier, was wir überboten haben. Und das ist das 50er. Fangen wir von oben an. Ich finde das 50er deshalb interessant. Das liegt bei 215,89, weil da auch die 200-Wochen-Linie liegt. Das wäre eine perfekte Korrektur, wenn wir von diesem langen Downtrend hochgehen würden bis zur 200-Wochen-Linie und sich das hier verbinden würde. Das sind jetzt nach momentanem Stand sind es nur ganz grob 24 Euro. Oder 10%, das ist bei Adidas, ist sowas möglich. Das wäre für mich also eine Masterlinie. Da habe ich auch hinterher Puts ausgesucht. Die ist schon wichtig, aber das ist auch ein fetter Widerstand. Zu den Unterstützungen habe ich jetzt, also den Trend gucke ich nicht drauf, die 20-Wochen-Linie. Aber auch hier unten den Bereich des unteren Bandes im Bereich 157, 155, da wo ich diese Linie hier gezogen habe. Wir sind über die Woche noch positiv über das MACD, werden aber schon ein bisschen weicher über die Stochastik. Aber es ist noch kein Verkaufssignal, wir sind hier bei 90,24.
Da müsste noch ein bisschen fallen. Nicht schön ist auf Wochensicht heute dieser Inverted Umbrella Doji, ja, umgekehrter Regenschirm. Raus aus dem Band, wieder rein, drin geschlossen. Ist nicht so prickelnd, muss ich sagen. Gucken wir mal über den Tag. So, das ist die Bewegung, die am Freitag war, also am Freitag, den, was war denn das? Das war der 15.12. Nicht schön, weil diese eine Kerze hier hat einige vorangegangenen vernascht. Aber da werde ich mal sehr vorsichtig. Wir haben ziemlich genau auf der 20-Tage-Linie aufgesetzt. Hier ist nochmal das 38er, was jetzt schon in Woche und Monat gezeigt wurde. Wir sind negativ über die traditionelle Sichtweise, aber auch über die moderne. Die Stochastik ist auch weiter negativ. Also ich gehe davon aus, dass hier nicht viel nach oben passiert in den nächsten 2 bis 3 Wochen, sondern tendenziell eher nochmal ein bisschen runtergehen, vielleicht auf dieses Niveau hier, was inzwischen hoch war, was hier mehrmals bestätigt wurde, und dann sind wir im Bereich bei 180. Naja gut, das sind jetzt im Moment auch nochmal 12 Euro, ist schon was. Gucken wir mal ganz kurz auf die Zahlen. Auf die Zahlen hier. Die bringen erst am 6.3. den Jahresabschluss 23 und dann geht es am 30.4. mit den ersten Zahlen für das erste Quartal 24 weiter. Also einen Monat später, Dividende 1. Mai. Also da ist jetzt von der Nachrichtenseite nicht allzu viel zu erwarten momentan. Die Schätzungen der Analysten gehen relativ auseinander. Wir hatten neulich JP Morgan. JP Morgan hat gesagt, wir stufen die hoch auf 230. Und dann kam Bernstein Research und die haben die belassen auf einem Kursziel von 205. Also sie sind auf diesem Niveau eher schon am oberen Ende der Analyseprognosen, sagen wir es mal so. Deswegen, jetzt mache ich mal den Film hier, das Chart ein bisschen kleiner, habe ich mich folgendermaßen entschieden. Ich habe einen Call, ja, der ist in diesem Fall von der UBS mit Basis 160,81. 160,81. So, da sind wir hier. Wir sind unterhalb der 200-Tage-Linie und unterhalb von diesem kleinen Zwischenlow, was wir hatten am 27.10. Ich vermute, dass wir kurzfristig eher etwas nachgeben werden. Und wenn die Aktie in diesem Bereich ist, so um diesen Bereich 175, 170, dann schaue ich mir diesen Call an mit der Basis 160. Das war dieser hier. Die UL8C63. Also auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen und vielleicht einen Alarm setzen, so bei 175, bei 170. Dann habe ich zwei Puts, ein 245er und ein 225er. Der 245er, der liegt hier deutlich hinter dem 50er Retracement. Der ist sogar noch hinter dem 68er hier oben, hinter dem 61er. Der ist sogar noch weiter oben, der hat also momentan ganz kleinen Hebel. Der ist gedacht für den Fall, dass ich mich täusche und der Wert geht doch nochmal jetzt hier innerhalb kurzer Zeit auf die 215. Wäre das der Put meiner Wahl. Der 225er, der liegt also hinter dem 50er Retracement, 10 Euro dahinter, ungefähr da, wo jetzt die Maus ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Short spielen werde. Ich lasse das jetzt erstmal laufen. Ich möchte mir das jetzt mal ein paar Tage anschauen. Aber tatsächlich kurzfristig sieht das jetzt alles nicht so besonders toll aus. Einfach als ob sie sagt, wir sind genügend gelaufen. Wirklich blöd würde es werden unter 154 hier, unter dieser Marke. Aber da sind sie ja noch nicht. Aber ich tendiere dazu, dass wir eher diesen eben genannten Bereich hier so um die 180, wahrscheinlich ein bisschen drunter, Adidas macht ja ganz gerne mal Sprünge, so eine 175, dass wir den sehen werden. Ist momentan jetzt nicht unbedingt, was ich kaufen muss, um es meinen Kindern zu hinterlassen. Sagen wir es mal so. So, und hier sind jetzt mal die Puma, auch wieder beginnend mit dem Monatschart. Bevor ich weitermache, gucken wir gleich auf die Zahlen. Wann, wo, was, wie kommt. Und zwar, am 27.02., also ein bisschen vor Adidas, kommt der Jahresabschluss. Und am 8.5. erstes Quartal. Hauptversammlung ist aber später als Adidas, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ist eins. Es gibt folgende neueren Empfehlungen zu Puma. Das eine ist von Warburg Hamburg, Warburg Research. Die sehen die bei 99. Also der aktuelle Kurs ist bei 52,76. JP Morgan lässt sie auf neutral bei 58.
Das ist also schon eher griffig. Was man hier aber, meine ich, auf dem Monatschart ganz gut sieht, sind die meines Erachtens wichtigen Make-or-Pray-Punkte. Und zwar hier oben, das ist das Hoch vom 1.2.23. Da waren wir auch nochmal am 1.8.23. Das liegt hier bei 67, bei 68. Da liegt auch das obere Monatsband. Ihr seht, wie schön das zusammengeht. Ne? Also da passiert irgendwas. Als Support habe ich den Bereich um die 40. Das ist hier das Low vom 1.11.22. Das Band ist ein bisschen vorher. Hier liegt aber auch die 200-Monats-Linie, nur unwesentlich drunter. Das sind für mich die beiden erstmal wichtigsten Marken. Über den Monatstrendfolger im ACD sind wir völlig neutral und die Stochastik ist auch im neutralen Bereich. Da habe ich kein frisches Signal. Auf diese kleine Marke kommen wir aber auch noch. Die ist nämlich auch wichtig. Die Woche. So, hier sieht man warum. Und zwar ist das das Wochentief gewesen vom 23.10. bei 49,40. Das ist die letzte Bastion, die sich auch verbindet hier mit dem unteren Bollinger Band, vor dem Bereich von 43. So habe ich auch die Scheine ausgesucht. Auch hier völlig neutral über den Trendfolger und im neutralen Bereich bei der Stochastik gibt es kein Signal. Hier haben wir nach wie vor das eben schon genannte obere Begrenzungssignal bei rund 68 und hier das untere bei rund 40. Deswegen müssen wir mal weiter gucken auf den Tag, ob wir da irgendwas finden. Ja, die haben jetzt mal ein bisschen deutlicher verloren hier. Von der 61 runter bis zur 52 innerhalb von, was sind denn das? Das sind rund 10 Tage. Das ist viel. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass innerhalb der letzten 10 Tage zum Beispiel sowas wie der DAX deutlicher gestiegen ist. Ist es nicht schön. Ist keine gute Bewegung. Wir haben ein Gap hier vom 23.10. Schlusskurs ist hier bei 50,84. Hier sind die eben schon angesprochenen 49. Die sind wichtig, da darf es auf keinen Fall runtergehen. Wenn sie da drunter geht, geht die ganze Geschichte erst hier weiter ab der 43. Wir gelten als sehr tief über den Oszillator, aber noch ohne Stabilisierungsansicht. Genauso wenig hier wie über das MACD. Also ich muss davon ausgehen, dass sie diesen Bereich hier nochmal ausfüllen, so um die 50 rum. Ich habe folgende Scheine auf Kurz-, Mittel-, Langfrist. Na, komm her. Das eine ist der Call bei 48,21. Der ist jetzt von der UBS. Der liegt also hier drunter. Der liegt unter diesem Zwischentief von Mitte Oktober. Für den Fall, dass wir draufsetzen und hier so eine Art Boden bilden, die Stochastik dreht, wäre das durchaus auch kurzfristig eine Möglichkeit. Wem das zu heiß ist oder andersrum, wenn sie hier durchgehen, hatte ich ja gesagt, dann muss man damit rechnen, dass sie also auch den Bereich um die 43 sehen können. Dann kommt der hier ins Spiel, 38,89er. Also das ist erst der Kauf, wenn wir wirklich hier drunter gehen für die Watchlist. Von den Puts habe ich einen 62,35er. Da sind wir, wo ist es denn jetzt hier? 62,35. Da sind wir etwas über diesem letzten Zwischenhoch hier, beziehungsweise über diesem allerletzten Zwischenhoch. Das ist für den Fall gedacht, dass wir wirklich die Geschichte hier brechen. Dass wir unter die 49 gehen, dass man da noch ein paar Euro mitnehmen kann. Und dann habe ich einen 75,56er. Da sind wir also deutlich hinter diesem letzten Zwischenhoch. Guck mal hier, was diese Marke hier war im Monatsbereich. Da sind wir also erst hier oben. Das ist für den Fall gedacht, dass wir hier hochgehen und es erneut nicht schaffen. Dann so eine Art groß angelegte Top-Zone bilden. Ja, Puma ist auch durchaus erfinderisch mit Werbeikonen, die sie da mal nehmen oder wo auch immer sie sich dann da darstellen. Also ich denke, Puma hat kurzfristig etwas mehr Potenzial als Adidas. So möchte ich es mal formulieren. So, kommen wir mal zu Nike und machen wir da mal den, fangen wir an mit dem Monatschart bzw. mit den Zahlen. Hier ist eine Geschichte, die verstehe ich nicht ganz. Am 21.12. sollen die Post-Market kommen mit dem Q2-Bericht 24. Verstehe jetzt nicht, da ist irgendwo ein Fehler. Also müssen wir darauf achten. Aber am Freitag gab es eine Analystenkonferenz und da waren hier Friday's Biggest Analyst Calls. Nvidia, Nike, Penn und so weiter. Da waren die dabei. Da muss man sehr aufpassen, was da für Analysen kommen in den nächsten Tagen. Grundsätzlich
Auf Monatssicht finde ich die Nike ziemlich lecker, muss ich ehrlich sagen. Es gibt hier ein Zwischenhoch, ein höheres Hoch, ein Zwischentief, höheres Zwischentief, höheres Zwischentief und so weiter. Insgesamt ist der Trend gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Wir sind nicht hier drunter. Das waren die 60. Wir brechen, ich mache es mal größer, wir brechen auch diesen Downtrend, den wir haben vom 1.11.21. Den haben wir gebrochen. Das sind nicht so viele Berührungspunkte. 1, 2, naja, mit mir nur 3, 4, 5, 6 Stück. Die sind da, aber das Ding ist gebrochen mit Monatssicht. Wir sind positiv. Vergleicht das mal mit Puma und Adidas. Wir sind positiv hier über den Trendfolger, auch auf die traditionelle Sichtweise. Und wir sind im neutralen Bereich positiv über die Stochastik. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Diese Linie hier, die werden wir gleich näher beachten. Und dieser Trend gilt für mich als gebrochen. Unterstützung, Major Support, ist der Bereich um die 82. Gucken wir mal die Woche. Die Woche. Ja? Hoch, aber positiv. Hoch, aber positiv. Und die hängen, was ist das? Das ist die 200-Wochen-Linie. Da hängen sie gerade dran. Dieser Punkt hier, das ist das Hoch vom Januar 23. Da sind wir bei, wo war denn das hier? Zack, bei 131. Davon sind sie nicht weit weg. Also auf Wochensicht, auch wenn wir jetzt schon einige Wochen haben, also deutlich einige Wochen haben, die positiv sind, Trend gebrochen. Hier positiv, die sehen grundsätzlich ganz gut aus. Und wir haben jetzt hier noch den Tag. Also das ist nur zur Info, das ist der Dollarchart. Ne? Nicht, dass hier einer denkt, was hat denn der da? Ich habe doch ganz andere Zahlen. Das ist der Dollarchart. Ich versuche immer, den Chart zu nehmen, der Heimatbörse, da wo meistens am meisten Umsatz ist. Hier haben wir diesen Trend, der verzieht sich jetzt hier ein bisschen. Der liegt also höher, der liegt irgendwo hier bei 110. Gleitende Durchschnitte positiv, Bänder positiv. Wir gelten noch immer positiv über das MACD. Wir sind deutlich überkauft über die Stochastik. Also ich möchte es mal so sagen. Auf Sicht von mehreren Monaten gefällt mir die Nike besser als alle drei, die ich eben, als alle drei, also die zwei, die ich eben genannt habe, gefällt mir besser. Auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nochmal auf diesen Bereich von der 200-Tage-Linie, die ist hier bei 110, ich runde leicht, wenn Sie da nochmal zurückgehen würden, halte ich die für eher kaufenswert. Gefällt mir gut. Wie gesagt, der Widerstand, nochmal hier gezeigt, der wichtige Widerstand ist ziemlich nah bei 132. Auch hier, ich runde leicht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe folgende Scheine genannt, und das Goldman führend. Also finde ich, ich habe es eben alles verglichen, die sehen sehr gut aus, die Goldman-Scheine. Und zwar, ich habe zwei Calls genommen, ein 97er, der liegt hier drunter, unter diesem letzten echten Zwischentief. Und ich habe einen 102,51er, das ist für den Fall, dass wir jetzt hier richtig nochmal vor dem Hintergrund von neu kommenden Analystenempfehlungen nochmal steil gehen. 102,51 liegt hinter diesem Downtrend, der ja ein bisschen höher ist. Der ist jetzt hier so bei 108. Das finde ich eigentlich ziemlich coole Option, muss ich sagen. Also Scheine, Zertifikate, gefällt mir gut. Und dann habe ich einen Put bei 135,50. Für den Fall 135,50, dass wir wirklich nur nochmal von hier unten nach dieser langen Reise nur nochmal hier anklopfen und dann doch fallen wieder, wäre das der Put meiner Wahl. Also muss man auf jeden Fall auf der Watchlist haben, 135,50. Aber grundsätzlich gefallen die mir ganz gut. Kurzfristig, auf Sicht von ein, zwei Wochen, kann sich das hier zu einem Verkaufssignal entwickeln, was dann hoffentlich führen würde zur 200-Tage-Linie 110. Aber wenn sie das erreicht haben, sind die für mich, haben die mehr Potenzial als Risiko. Also von allen drei genannten mag ich die Nikes tatsächlich am liebsten, muss ich ehrlich sagen. Here you go.